Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Who's Your Daddy, heute mit Gast dem B99. Hallo. Moin, moin. Und ihr seht unten rechts in der Ecke schon Alpha 060, pünktlich nach der Aufnahme von Valkyrie, die jetzt am letzten Samstag rauskam, kam natürlich knapp da später dieses tolle Update und auf die Patch Notes gehen wir aber nächste Woche Samstag ein, wenn Valkyrie wieder dabei ist. Das ist dann, glaube ich, mal einfacher. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Genau. Und wir hatten gerade schon Probeaufnahme und da lief das nicht so, aber ich denke, wir haben das jetzt gut gelöst und gucken, ob es jetzt besser geht. Genau. Machen wir. Server ist offen, du bist dabei, alles klar. Jo, auf geht's. Bei mir fliegt gerade ein Taser durchs Bild. Ach, das ist normal. Jo! Der hat ja auch Flügel. Ich glaube, ich bin Baby. Ich bin Baby. Baby Run. Ich seh dich. Ja, siehst du mich? So, wie ihr sehen könnt, ist hier wieder was hingekommen. Ich sag jetzt nicht was. Dupdi-dupdi-du. Hm? Ah, hast du auch einen Taser? Nein. Aber ich? Ja, ihr seht, ich kann mich jetzt gerade nicht bewegen. Also der Taser ist eine der neuen Waffen hier im Spiel. Oh, und ich habe jetzt schön viel Zeit, das alles abzusichern. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist echt eine. Der hat eine Strategie, ja? Das ist mies. Gibt's doch nicht, das ist echt mies. Echt mies, ja. Das Schloss nicht. Hallo. Was ist. Na. Sehr gut, geht doch. Und dann, du solltest mal nach mir gucken. Ich bin jetzt. Warum böse. Hast du wohl schon wieder eine Gabel auf dem Teppich? Ja. Ja. Ja, nicht auf dem Teppich, aber sie lag. Wer lässt bitte eine Gabel auf dem Teppich liegen? In der Ecke, also zwischen den beiden, zwischen Sofa und Fernseher in der Ecke. Ja, wer macht sowas? Ja, ich weiß nicht. Also anscheinend ja. Jetzt oder hast du wahrscheinlich eine Gabel auf dem Teppich liegen? Nein, hier hat keine Gabel am Teppich liegen. Hallo, bei mir ist alles schwarz. Das dauert immer als Baby ein bisschen länger. Weil als Baby hast du da durchaus andere. Ja, ne? Das dauert halt als Baby etwas länger, um es so zu sagen. Patch ist immer noch locked. Nein. Ja, du hast ihn. Dachte ich mir, dass du ihn hast. Aber. Ich glaube, ich hab dich erwischt. Oder? Da drin. Kann ich wenigstens noch hier retten? Ja. Wenigstens da konnte ich retten. So, zu, zack, zu, weg. Also den Sprint vom Baby haben sie schon wahnsinnig reduziert. Ja, der ist ein bisschen, ne? Lalala, alles ist so bunt. Stimmt, du hast die... Oh shit, der hat die Batterien gegessen. Wo? Wo ist er? Wo ist er? Mensch! Ah, gibt's doch nicht. Batterien und Flüssigkeit. Wirst du mich niemals finden. Werd ich niemals finden, sagst du? Ja. Du warst im Badezimmer? Ja, ich wollte euch gerade ins Klo krabbeln. Da war ich doch gerade drin im Bad. Oder auch nicht? Ja. Oh, Mann. Oh, neuer Gast, neue Taktik. Sehr schwierig, okay. Richtig. Aber habe ich länger durchgehalten als du? Will ich jetzt gar nicht sagen. Sparen wir uns das. So, den nehmen wir lieber gleich mit. Ich bin eine Gabel auf dem Teppich. Ich mach das jetzt anders. Jetzt mal eine andere Taktik. Und ja, der Sprint vom Baby ist wirklich enorm reduziert und der baut sich auch langsamer auf, finde ich persönlich. Nee. Voll. Boah. Hilfe! Tasert? Nein. Oh, dann habe ich mich gerade selber getasert. Hallo?
Warum sehe ich gerade meine Hände im Bild? Sag mich nicht. Sag bin ich jetzt nicht. Mit der Musik? Das mit dem Sprinten ist echt hart, ne? Ja, ich habe eher gerade das Problem, dass ich permanent im Duckmodus bin. Bei mir stehst du. Ganz normal. Ist bei dir die Musik auch gerade so komisch? Was meinst du mit komisch? Also wie auf LSD? Nö. Bei mir ist es eigentlich gut. Bei mir ist es leise, aber eigentlich alles in Ordnung. Naja, fast. Gerade in meinen. Nee? Ich sehe dich überhaupt nicht. Siehst mich nicht? Ach, gut. Verdammt. Mist. Und weg. Verdammt. Ja, ne? War gerade sehr komisch. Tipps für den Anfang. Ich bin aus dem Gedicht mehr rausgekommen. Schlecht. Aber bei mir standst du ganz normal. Also ich habe eigentlich kein Problem gehabt. Bei dir. Also, ja, waren meine optisch. Beine 10 Zentimeter oder 5 Zentimeter? Ja, du warst also ich bin einmal in die Ducke gegangen, damit ich die Gabel unten aus dem Schrank im Wohnzimmer rauskriege und dann bin ich nö. Wie gesagt, bei mir ist alles, du standst mir die ganze Zeit. Ich habe dich auch nicht in der Ducke gesehen oder in der Hocke gesehen. Ich konnte zum Beispiel in die Schränke und so weiter nicht reinschauen. Komm schon. Die Steuerung? Ich glaub, die haben das auch fairnesshalber gemacht, dass die diese komische Lüftungsschlitz nicht mehr in die Küche führt, weil das ansonsten echt ziemlich schnell geht. Es gibt einen Lüftungsschlitz, der in die Küche führt. Mehr sag ich nicht. Ja? Ja, es gibt einen Lüftungsschlitz, der in die Küche führt. Den gibt es, ja. Okay. Ach, der da oben. Ach, das ist der draußen im Flur. Ja. Genau, da ist es. Nein, böses Baby, pfui. Machen wir nicht. Was ist denn du da schon wieder? Nix. Papierkügelchen. Auch ganz schnell. Scheiße, das war daneben. Ich brauche ganz schnell. Jetzt ist er weg. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ja, ich würde mal sagen, ich habe nur noch ein Viertel Leben. So, da ist nein. Er. Zack, so, jetzt machen wir das noch so. Nur noch ein Viertel. Ja, das ist klar. Nur noch. Verdammt. Ja. Scheiße, ne? Wo hab ich das Ding hingeworfen jetzt? Ach, verdammt. Siehst du, gewinnst die Runde wieder, weil die Zeit abläuft. Da oben ist es. Aber ich glaube, ich brauch's gar nicht mehr, oder? Wie sieht's bei dir aus? Alles gut bei dir, Baby? Ja, hast du alles? Halb. Ist da ein Gabel oder sowas? Oh, drei Viertel. Und nur 06 noch. Gabel, lalalala. Schwierig, was das bei mir macht. Ah. Oh, zum Glück hast du den Toaster übersehen in der Küche. Ja, Glück gehabt. So, ich glaube, ich bin sicher. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin sicher. Müsste ich eigentlich sein? Nein, damit spielst du nicht. Du bist ein böses Baby.
gucken, ob ich das jetzt schaffe, noch in einer kurzen Zeit. Ich glaube, die Runde geht an dich. Ja, überleg dir was. Aber ich müsste eigentlich alles an alles gedacht haben. So noch ein Teaser. Fürchte es. Machst du eigentlich mit dem Toaster? Ja, das mit dem Toaster, ich hab's schon probiert, aber lass mich das Ding halt einmal einstecken. Nein. Kannst du als Baby nichts mitmachen? Ja, sicher, sicher. Man weiß nie, was du damit machen willst. Plätzchen. Und zack. Und Ball. Okay, ich sehe deine Gesundheit durch Wände jetzt. Alles klar, sehr schön. Grün. Ja. 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 Sehr schön. Sehr schön. Ja, okay, ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen mehr Erfahrung. Also, als Daddy gebe ich dir jetzt nochmal ganz kurz den Tipp. Finde das schwarze Schloss, schließ die Schränke ab, dann komme ich da schon mal nicht mehr dran. Wenn ich den goldenen Schlüssel finde, kann ich genau ein Schloss aufmachen. Einen Schrank aufmachen und kann mich dann daraus bedienen. Aber es ist auch nur ein Schrank, den ich aufmachen kann. Hm. Versteck irgendwelche hier im Badezimmer diese Treppenstufen. Solltest du verstecken, damit ich da auch nicht mehr rankomme? Der Küche, die zur Spüle. In der Küche, die zu spüren, diesen kleinen Hocker, den solltest du wegpfeffern und den Toaster. Und dann halt noch gucken, dass die anderen Sachen wie... Ja. Na, den Toaster, ne? Ich hab's ja vorhin ausprobiert als Baby. Ich hab ihn eingesteckt, ich kann aber dann nur noch bewegen. Gut, ich probiere den Toaster gleich mal aus, wenn ich dann mal Gelegenheit dazu finde. Die grünen Pillen, diese grünen Runden, ja Runden nicht, aber diese grünen Pillen. Boxen, die geben mir halt, die heilen meinen Vergiftungsstatus, nach dem Motto, wenn ich Batterien und sowas gefressen habe, dann kannst du mir die geben, dann hält meine Gesundheit da an. Und wenn du mir das Obst vom Tisch gibst, das kannst du mir so füttern, die drei, also Banane, Apfel und Orange, dann kriege ich Gesundheit dazu, das habe ich ja gerade mit dir gemacht. Hm. So, nur als Unterstützung, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Du kannst sämtliche Schubladen und sämtliche Küchenschränke oben aufmachen, in den Schubladen ist meistens was ordentliches drin, in den Küchenschränken oben auch. Im Badezimmer sind noch zwei Schränke, die kannst du auch noch verschließen. Und in den Schubladen oben drüber müsste auch noch was sein. So, ich hoffe, die Informationen helfen dir jetzt und spielen wir's mal. Dann würde ich sagen, Rematch. Aber ich finde es interessant, mal eine andere Person, eine ganz andere Taktik jetzt. Aber gut, okay, wir haben jetzt auch ein Update drin. Aber ist trotzdem echt eine gute Taktik jetzt. Ah, ich habe den Babygreifer gefunden, den werde ich jetzt auch nicht sagen, wo. Ja, der hat mir aber vorhin nicht wirklich viel gebracht. Ja, das Problem ist hier auch eher, dass ich da nicht hochkomme. Das Problem ist auch eher, dass der Babygreifer nur vom... Oh, hallo. Ja, ich hatte noch vorne als Baby. Was ist das? Ist ja interessant. Was? Das ist interessant. Ne, zurück kannst du immer noch nicht. Ich habe hier was Neues. Ich weiß ja noch nicht, was das Neue macht, aber ich werde es gleich gucken. Wo ist denn der Papa? Hm? Was, der Laserpointer? Ja. Ja, der blendet mich, also... Ich glaube, hier geht's schon nicht mehr so gut. Ernsthaft? Boah! Ich sehe nur noch weiß. Juhu! Hör auf! Ey, das ist ja unfair, dass du mich ja nicht einmal im Gesicht anvisieren musst. Ich musste dich im Gesicht anvisieren? Dann hast du schon zugemacht. Siehst du noch was? Oder siehst du nichts mehr? Wieder. Hallo, wie macht man den Ofen wieder aus? Der mittlere. Du hast die anderen da oben drüber angemacht, du hast den mittleren aber nicht ausgedreht. Ja, den hatte ich eigentlich gedreht. Eigentlich. Okay. Ja gut, okay, das war jetzt auch mit dem Ofen. Du hast den Ofen zu spät verschlossen. Ich habe die Tür jetzt nicht mehr zugekommen. Ja. Aber ich habe die Platte da unten angemacht und du hast die Platte halt nicht ausgemacht. Hat halt gereicht. Glücklicherweise für mich. Ja. Oh, das ist ein schöner Screenshot.
Das ist ein Film. Den ziehe ich hier raus. Den Screenshot. Baby mit Laserschwert im Backofen. Das sieht ja echt gut aus. Aber ich lasse den mal eben drehen. Ich hätte mal gucken, vielleicht kriege ich hier noch eine bessere Optik von vorne. Ich hoffe, die Zuschauer danken mir das jetzt mit ganz vielen Daumen hoch und ganz vielen Kommentaren, dass sie es auch so schön finden, diese schwarze Wand anzuschauen. Also ich finde diese schwarze Wand, die ist richtig gut gemacht. Also richtig gut. Können ja wegen mitsingen. Sing mal ein bisschen mit. Ja, du auch. Ach, ich kann doch nicht singen, das weißt du doch. Ja, ich auch nicht. Das ist ja bloß. Ja, ich glaube, der Backofen ist auch zu, dementsprechend Krieg von vorne. Das schaut auch, eher komisch aus. Nee, das ist. Vor allem, wie die Augen rauskommen. Das ist widerlich. Ja, ne? Schwierig. Gut, dann neue Chance für wen eigentlich? Für dich? Ne, für mich. Doch, für dich als Baby. Ja, dann gib ihm. Also jetzt als Vater jetzt hier. Jetzt gewinne ich aber hier. Zack. Habe ich eigentlich schon mal gewonnen? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich nicht. Habe ich schon mal gewonnen? Der Aufnahme glaube ich noch nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich sage, hier liegt das Tolleste. Hast bestimmt wieder irgendeinen Quatsch entdeckt. Was natürlich auch hart wäre, wenn sie einen Mixer mit reintun würden. Oder wie es für die Amis üblich ist. Das gibt's doch nicht! Jetzt ist der. In dem Moment, wo ich eine Cäsar ranwollte, das hat er schon wieder in der Hand. Ich hab eine 9, ja. Ja, Kinders, ihr seht, okay, jetzt geht's wieder. Aua, 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 aua. Nein, nein, nein. Eck. Verdammt. Also der Taser ist toll. Er hat dich schon wieder getasert, das gibt's doch nicht. Aber zum Glück nur einmal, ich jetzt hier. Also wenn du jetzt... interessieren würde, wenn man als Baby in der Badewanne ist und den Taser benutzt. Das... machst du jetzt aber nicht, ne? Badewanne, gibt's doch nicht. Ey. Aus. Dafür gibt's. Ich sagte aus. Nein. Böses Baby. Meinst du, ich belasse es bei einmal? Böses Baby. Ja, ganz lass böses mich halt Baby. Auch mal gewinnen. Herzlichen aber Glückwunsch. Die Ansicht ist gerade schwierig. Herzlichen Glückwunsch. Ich will eine Revanche. Badewanne. Nee. Nur. Gibt's doch nicht. Na gut, okay. Einmal ist, ne? Wie sagt man so schön, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne? Oder. Hallo? Hallo? Oh. Ich hab vor allem auch ab und zu sowas wie Gefühle. Ach so, ja dann. Dann bist du halt kein Huhn. Hunger, ne? Durst. Bist du. Hallo, Vater. Wo ist das Schluss? Auch ein blinder Vater findet mal ein. Oh. Danke! Ja, hast mir nichts getan, würde ich sagen, ne? Hallo, ich krieg das Messer nicht mehr los. Ja, das mit dem Messer ist ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Ich finde das doofe Schloss gerade nicht. Ah, da ist es. Hallo. Was denn? Ach, nichts. Ich hab da nur was gefunden. All, lecker. Yam, yam, yam. Didu, didu. Ja, und du backst ja wieder runter, ja? Ja, toll. Die Bälle, die ich gerade fresse, die schmecken mir lecker, ne? Die bekommen ja aber. Ernsthaft? Die kann man auch essen? Ja, als Baby kannst du die auch essen. Ich dachte, das lädt die Waffe noch. Ja, du kannst als Vater die Waffe nachladen. Und das Baby nee, auch. Als Baby auch. Ach, die habe ich vergessen abzuspannen. Na ja, komm, fress. Gehst du weg? Na, sehen wir noch was? Habe ich dir jetzt wenigstens die Pillen gegeben? Die Pillen hast du mir gegeben, ja. Oh. Wow, jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Alter Schwede. Oh. Ne?
Ach, jetzt hat er mir auch die Gabel abgenommen, während ich nichts gesehen habe. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, die war vorher schon am Boden gelegen. Schwierig. Das ist mal ein interessantes Thumbnail. Da möchte ich mir mal ganz kurz aus der Nähe angucken hier. Jetzt ist es weg. Ja, wo ist er denn? Du, die Pillen geben alleine bringt nichts, ne? Das weißt du. Die Pillen verheilen mir nur für meine Vergiftung oder so. Was machst du da? Jetzt hatte mir den. Gibt's doch nicht. Auch schon abgeschlossen. Schauen wir mal, ob wir dir was Leckeres kochen können. Du wirst eh gleich tot, Sir. Wir tun da raus, ne? Bist du jetzt. Ach, du hast einen Schlüssel. Lass mich raten. Ja. Alter! Ja. Wo bist du? Ich bin gar nicht da. Topf. Nein, das sage ich jetzt nicht, das kommt falsch. Alter. Ja, wo ist er denn jetzt? Ja, wo ist er denn? Tot? Verdammt. Ja. Wollte ich dir gerade die Banane geben? Also, halt, zu essen? Tja, ich hab's gesehen, deshalb habe ich dir geblendet. Aber der Laserpoint ist echt übel, da freue ich mich echt schon drauf. Ja, der ist aber eigentlich wegen overpowered, ne? Ja, der darf nicht so lange gehen. Den darfst du vielleicht einmal benutzen und dann, nachdem du ihn wieder ausgemacht hast, dann muss der aus der Hand gelegt werden oder sowas, oder? Ja, oder meinetwegen einen Cooldown von 15, 20 Sekunden. Ja gut, du kannst ihn ja maximal. Ja, wenn du eine Zeit runterlaufen würde, die du den benutzen könntest, maximal, weißt du, wo du dann stoppen kannst, sagst, ich blende den Vater jetzt maximal 20 Sekunden. Wenn ich jetzt 5 Sekunden eine Laserpointe anhabe, dann habe ich jetzt noch 15 Sekunden über. Ja, und wenn er bei 0 ist, dann muss ihn ablegen, dann kannst du nicht benutzen. Das fände ich nochmal eine gute Neuerung da drin. Weil der Laserpoint ist definitiv overpowered. Ich habe ja gerade selber mich selber geblendet und du siehst wirklich nur noch weiß. Ich würde sagen, einen machen wir noch und dann. Genau. Machen wir mal Resümee. Würde ich mal sagen. Ja, mach mal so. Gucken. Oh, ich bin Papa. Hallo. Ja, du warst gerade Baby. Denke mal, mit der Wäsche hier oben im Schlafzimmer gibt's auch noch was. Ja, da gibt's auch noch eine Quest quasi für den Vater. Wenn er die wegräumt, dann hat er da andere Möglichkeiten. Oh. Mein Glück wieder jetzt in der letzten Runde, oder? Oh. Du, ich hab da was gerade kaputt gemacht. Ich glaube, ich ahne, was es ist. Oh, und ich habe gerade was gegessen und oh. Jetzt aber echt verdammt fix. Der Hammer zittert. Ja, ich habe den Hammer nicht gesehen. Wo lag denn der? Der lag neben der Spielzeugkiste auf dem komischen Schrank. Ach Mann. Also in der unteren Etage. Die anderen Ecken habe ich. Da liegt aber noch ein Messer auf dem Boden. Den habe ich auch nicht gesehen, aber. Ja. Die anderen Ecken habe ich alle nochmal abgeguckt, ob da was ist und habe den Taser schon aufgenommen, damit du gleich langsamer bist und. Scheiße. Wollte gerade am Schloss suchen, weißt du? Ja. Aber wie brachial schnell das geht, wenn du die Scherben isst. Ja, das geht echt schnell. Das ist noch. Aber das ist realitätsnah. Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen overpowered. Also so ein kleines Baby frisst so große Scherben. Ja, gut, das reicht ja auch, wenn du dich in den Scherben bewegst, dass du Schaden kriegst. Ja, aber das Problem an sich ist, als Vater, du kannst das Baby nicht hochnehmen. Mal kurz da rausziehen, es sei denn, du hast diesen Greifer und dann, ich weiß nicht, wie lange der Greifer funktioniert. Also, funktioniert gestern bei uns nicht. Also gestern war es Samstag. Mit dem Greifer geht's? Ja, du kannst mit dem Greifer wohl das Baby dreimal kurz hochheben. Haben wir gestern nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Also gestern war Samstag, ihr Kollegen. Du kannst aber auch die Scherben, wenn sie einmal kaputt sind, wie zum Beispiel die Gläser in der Küche auf dem Boden liegen und das Baby krabbelt da dann rum, die kriegst du nicht so schnell entfernt. Richtig. Also wenn du als Vater alle Scherben gleichzeitig aufnehmen könntest, so nach dem Motto tak 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 tak, wie du die Batterien frisst, ja, dann hättest du vielleicht nochmal eine Chance. Dann hättest du vielleicht noch eine Chance. Dann hat das Baby vielleicht ein oder zwei Scherben gefressen. Das geht zwar auch rapide runter, aber vielleicht kannst du dann damit noch ein bisschen mit Lebensmitteln gegensteuern. Aber solange du nur eine Scherbe nehmen kannst von den 35 Stück, die da liegen, das Baby frisst die innerhalb von 10 Sekunden weg. Richtig. Hast du nur keine Chance. Also keine Chance. Ja. Mit dem Greifer könnten wir jetzt mal just for fun ausprobieren. Ja, also, dass man auch eine Chance hat, das mal zu probieren.
außerhalb der Aufnahme, würde ich sagen. Für alles klar. Heute ist die Aufnahme beendet. Mal gucken, ob wir nochmal eine Runde machen demnächst. Würde mich freuen, hat mir Spaß gemacht mit dir. Also bis jederzeit wieder herzlich willkommen. Und dann, ja, mal gucken. Gut, wenn es euch auch gefallen hat da draußen, dann könnt ihr mir mal ein paar Kommentare schreiben und vielleicht auch einen Daumen hoch da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und dem B99 würde es auch sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Daumen hoch da lasst, weil damit er auch sein positives Feedback kriegt. Und genau. Ein paar Kommentare natürlich auch für ihn. Na, guckt dann auch in die Folge rein, dann passt das schon. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, tschüss. Servus.